Was ist jetzt los? Was? Ich habe 30 Sekunden? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde das nicht schaffen. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Oh mein Gott, das ist eine Verarsche. Es geht nicht höher, es geht nicht höher. Doch, ich bin fast oben. Da ist etwas, da ist etwas. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, wir starten mal das Spiel und ich bin ein bisschen aufgeregt. Super Mario 64, das ganz normale Spiel natürlich. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Lügner und ja, ich habe das Gefühl, das ist nicht das richtige Mario 64. Also irgendjemand hat mir gesagt, ich muss es auf jeden Fall spielen, weil es ganz sicher das normale Mario 64 ist. Ich finde dadurch, dass die Bäume jetzt weg sind, wirkt das alles so richtig einsam. Die Kanone ist auch weg. Okay, ist ja alles normal. Also im Wasser scheint alles normal zu sein. Guck mal, die Sache ist, eigentlich wurde ja gar nichts verändert, außer die Tatsache, dass die Kanone weg ist und die Bäume. Aber es wirkt trotzdem übertrieben gruselig, Mann. Was ich mich frage, also bevor wir in das Schloss reingehen, kommt man denn immer noch aufs Dach? Und wenn ja, was erwartet uns da? Weg möchte uns einfach erschrecken, Bruder. An erster Stelle möchte ich gar nichts. So, jemand hat mir gesagt, ich soll das spielen, ein Kumpel von mir. So, der hat mir das geschickt und gesagt, ey, das ist eine völlig normale Mark 64 ROM und du sollst es in diesem Stream spielen. Und ich vertraue meinen Freunden. Ich meine, warum sollte ich meinen Freunden nicht vertrauen? Also, hier scheint wirklich nichts Besonderes zu sein. Wir gehen mal rein. Ich habe das Gefühl, es fehlt etwas. Okay, Digga, ich würde sagen, wir gehen wieder. Bevor es aber noch gruseliger wird, will ich euch etwas zeigen, das ebenfalls in eine gruselige Richtung geht. Und was wir vielleicht mal demnächst im Stream spielen werden. Es geht um Vampire The Masquerade Bloodhunt. Neulich war ich auf der TwitchCon in Amsterdam und da habe ich ein bisschen mehr davon gesehen. Es sieht ziemlich cool aus. Wie ich das richtig verstanden habe, spielt das im Universum von Vampir Die Maskerade und ist ein Third-Person-Battle-Royale-Spiel. Vom Entwickler Shark Mob. Das Coole ist, es gibt verschiedene Klassen und Archetypen, wie zum Beispiel die Nosferatu. Das sind die Spione der Untoten. Oder Ventru, der Clan der Könige. Ihr könnt auch die Jäger von Toreador spielen. Oder die Rebellen von Bruja. Es gibt viele und die haben natürlich unterschiedliche Abilities. Es existiert auch ein neuer Modus, der Team Deathmatch Spielmodus. Das ist so ein 8 gegen 8 Game Mode und dieser Modus ist perfekt für Einsteiger, um so ein bisschen reinzukommen, um sich mit dem Gameplay vertraut zu machen. Und aktuell läuft der Summer Pass. Dieses Update enthält einen neuen Battle Pass und dieser Battle Pass hat über 100 Items. Plus, der neue Battle Pass lässt euch schneller leveln. Das Spiel gibt es für den PC auf Steam und für die PS5. Auf der PS5 könnt ihr die Controllersteuerung auch selber einstellen. Ich glaube, es ist ganz gut zu wissen. Also, ladet euch Bloodhunt kostenlos herunter. Ich habe es auch gemacht. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist ein Redfink von mir. Nehmt das Sommer-Update noch mit. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich will jetzt kein Mario 64 Hater sein, aber ich habe irgendwie in meiner Kindheitserinnerung war hier eine Tür. Da komme ich denn hier hoch? Okay, es passiert nichts, wenn ich nach oben gucke. Oh Leute, irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl. Aber gut, wir gehen da mal rein. Ist das das erste Level? Okay, es ist Bob aus Battlefield, aber aus irgendeinem Grund. Also ich habe das Gefühl, der Raum ist irgendwie viel, viel größer. Wir gehen mal hier rein. Objective, collect a star. Ich weiß nicht, Digga. Kann ich mich denn immer noch teleportieren? Nee, das geht nicht. Ich habe ja schon mal ein Videospielmythen-Video auf Ebladi gemacht, wo es darum ging, dass Mario 64 sich irgendwie einsam anfühlt. Aber jetzt ist wirklich anders Einsamkeit. Also ich hätte nicht gedacht, dass man Mario 64 so gruselig gestalten kann, nur dadurch, dass man alles wegnimmt. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hoch zu König Bob Omb. Also ich gehe mal davon aus, da wird der Stern sein. Warte mal, warum zeigt der Pfeil nach da? Ist da etwas? Weird. Okay. Ich hab ein bisschen Angst. Da ist der Stern. Okay. Das war's? Warte mal, ist das Spiel abgestürzt? Ich kann nichts machen. Ich starte das mal neu. Hat er den Stern gespeichert? Oh, shit. Ich glaube, das Spiel hat sich verändert. Da war doch mal ein Wasserfall, oder? Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, jetzt ist einfach noch mehr weg. Ich gehe mal wieder ins Schloss rein. Oh mein Gott, ist das unangenehm. Hier ist alles beim Alten. Ich gehe nochmal in Bob Oms Battlefield. Oh, wait. Wait. Seht ihr das, was ich sehe? Da ist eine Bombe verschwunden, oder? War links nicht noch eine dritte Bombe? Okay, wir gehen rein. Objective, get the star. Ey, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Seht ihr das? Genau, es ist dunkler geworden. Da ist jetzt so ein dunkler Nebel. LOL, es hat sich definitiv etwas verändert. Die Blumen sind weg. Und dafür gibt es jetzt mal Pfeile. Boah, es ist ganz unangenehm. Warum zeigen die Pfeile alle dahin? Ist hier etwas? Ich glaube, das ist mit Abstand die unangenehmste Mod, die ich je gespielt habe. Und ich kann nicht mal erklären, warum. Das gibt einem so ein ganz ekliges Gefühl. Ich kann aber dieses Gefühl nicht beschreiben. Oh, LOL. Hier ist die Blumenwiese. Okay, wir gehen nochmal hoch und holen uns den Stern nochmal. Boah, ich traue mich irgendwie nicht, das einzusammeln. Lass mich raten, das Spiel stürzt wieder ab.
Das Spiel stürzt wieder ab, natürlich. Okay, ich sage, was als nächstes passiert. Das ist meine Prediction. Das Spiel wird jetzt noch düsterer und auf dem Bild, wo die Bob-Oms drauf sind, ist jetzt nur ein Bob-Om drauf. So, wir starten das Ganze nochmal. Boah, ich habe so Angst. Junge, was habe ich da geschickt bekommen? Oh mein Gott. Ich glaube, so sieht Mario 64 aus, wenn ich einen Albtraum davon habe. Hier sieht immer noch alles in Anführungsstrichen normal aus. Oh mein Gott. Oh, das ist so gruselig. Ach du Scheiße. Vor allen Dingen ist das ultra weit weg. Wollen wir da wirklich reinspringen? Eigentlich habe ich gar keinen Bock. Was zur Hölle? Okay. Also die Musik hat sich inzwischen komplett verändert. Wir können kaum etwas sehen. Es ist richtig finster hier. Also noch mehr Gegenstände sind verschwunden. Alle Pfeile zeigen jetzt dahin. Okay, ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. So sieht Mario 64 aus, wenn ich einen Albtraum davon habe. Ist das alles, was passiert? Also ich sammle jetzt den Stern nochmal ein. Aber was passiert dann? Die Pfeile zeigen mir, ich soll weggehen. Da ist der Stern. Okay, es ist nichts passiert. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendein Jumpscare kommt. Und es ist wieder abgestürzt, oder? Was spielen wir hier? Also wir starten das Spiel noch einmal. Hat sich jetzt irgendwas verändert? Ach du, oh mein Gott, es geht weiter. Oh mein Gott, es geht weiter. Oh mein Gott, sieht das gruselig aus. Oh mein Gott, das komplette Wasser ist weg. Ach du Kacke. Alles verschwindet nach und nach. Die Skybox ist weg. Superplay-Texturen sind weg. Also es würde mich nicht mal wundern, wenn beim nächsten Mal das Schloss weg ist. Jetzt ist da niemand mehr drauf. Oh mein Gott. Es wird immer gruseliger. Scheiß drauf. Ich habe keine Angst. Objective, leave. Oh mein Gott, ist das gruselig. Ich kann überhaupt nichts sehen. Und ich habe das Gefühl, Mario ist irgendwie kleiner geworden. War die Welt schon immer so riesig? Ich gehe einfach mal nach oben. Was ist jetzt los? Was? Ich habe 30 Sekunden? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell schaffe. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich werde das nicht schaffen. Oh mein Gott, das wird alles rot. Hä? Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Oh mein Gott, das ist eine Verarsche. Es wird nicht höher. Es geht nicht höher. Es geht nicht höher. Doch, ich bin fast oben. Ich glaube, ich habe es geschafft. Oder? Ich bin ganz oben, aber hier ist nichts. Ich höre etwas. Ich kann etwas hören. Das kommt aus der Richtung. Ich kann etwas hören. Oh mein Gott, was ist das? Da ist etwas. Da ist etwas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich habe eine Fehlermeldung. Warte, ich zeig's euch kurz. Unkontrollierbares R4300i OP-Code in 80116922C. Was? Du kannst safe nicht mehr starten? Okay, warte mal, ich probier's mal. Ich probier's mal. Es geht noch. Oh mein Gott. Oh, ich bin weg. Und ich kann mich nicht bewegen. Alles ist besser ohne dich. Aber jetzt sieht alles wieder normal aus. Also mehr oder weniger. Der Wasserfall ist nicht da, aber dafür die Bäume. Das war's. Mario ist weg. Und es kommt eine Meldung, wo steht, alles ist besser ohne dich. Ich glaube, Mario ist dead. Also wir starten das Spiel noch ein einziges Mal neu, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Ich glaube, da passiert einfach nichts mehr. Ja, der ist jetzt RIP. Also wir haben es sozusagen durchgespielt. Es war echt scary. Ich glaube, das war der gruseligste Mario 64 Hack, den ich je gespielt habe. Aber schade, keine Jumpscares. Ja gut, aber dieses Vieh, was auf mich zugeflogen ist, was außer wie ein glitched Mario, da war ja schon ein bisschen jumpscary. Ich muss aber sagen, das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Also das war die erste, ich sag mal in Anführungsstrichen, Mario 64 Horror-Mod, die ich gespielt habe. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute! Ah.